Wir wurden schon wieder angeschissen. Das ist nicht normal, dass wir ständig Folge gütert werden. It's Gym Time. Julia und Arnie sind wieder auf dem Weg ins Gym. Vor allen Dingen stehen wir hier noch nicht mal unter irgendeinem Baum, oder? Oh doch, ein Stück. Ein ganz kleines Stück. Ja. So, der Korinthenkacker, so nennt man den Vogel. Piep, piep, piep. Es ist mal wieder Samstag. Und das... Da kommt einer. Piep! Wir versuchen hier rauszukommen. Was ist das Problem, wenn man in einer Sackgasse wohnt? Sackgasse. Das ist der Nachbar. Ach, der ist aber nett, der Nachbar. Das ist ein netter Nachbar. Da fährt man gerne nochmal zurück. Nichtsdestotrotz wollen wir jetzt ins Training. Wir fahren wieder zu Felix. Samstagmorgen, 9.11 Uhr. Wir waren schon einkaufen, bei Rewe gefrühstückt, Zukunftspläne geschmiedet. Wir sind schon seit 3 Stunden wach, um es genau zu sagen. Wir sind seit 6 Uhr natürlich schon wieder wach. Und jetzt wird ein Push-Training absolviert. Kamera am Start. Gut, dass ich mit Arne zusammen Push mache. Dann weiß ich nämlich, was Push ist. Genau. Damit Julia nicht irgendwelche Latzüge am Push-Day macht. Oder ja, irgendeiner Quatsch. Oder vielleicht Zahnpasta an der Lippe oder so. Geh ich mal da ran und ich habe unreine Haut. Was ist los? Unreines Herz. Boah. Harte Beleidigung am Start. Hallo am Start. So, ihr merkt schon wieder, wenn Julia und ich unterwegs sind, da kommen nur... Shitty fuck. Dünnpfiff. verbaler Dünnpfiff raus. Deswegen würde ich mal sagen, wir fahren jetzt mal gemütlich zum Gym und dann gibt es erstmal Trainings-Footage. Ich muss mal wieder zum Friseur, würde ich sagen. Ja, habe ich vorhin auch gedacht, als du deine Haare gelegt hast. Die liegen nicht mehr so. So. See you later. Okay, ich dachte, ich mache mal wieder, entschuldigt, ein Voice-Over. Ich hoffe, das klappt und die Soundqualität ist akzeptabel. Ich habe mich entschieden, an diesem Tag mal ein komplett Freestyle-Training zu machen. Zum Beispiel jetzt Schrägbank an der Multipresse, eigentlich überhaupt nicht meins. Das Gute daran ist, oder warum ich es gemacht habe, ist, diese Hammer Strength Multipresse. Ich weiß nicht, ob man es im Video sieht. Die geht leicht schräg nach oben raus. Das heißt, jetzt kann ich die Ellbogen ein bisschen nach innen bringen und dann beim Hochdrücken trotzdem wieder richtig über den Brustkorb kommen, was bei einer Standard Multipresse nicht geht. Das heißt, ich habe immer schön diesen Bogen drin. Zweite Übung, das Bankdrücken flach an der Hammer Strength Maschine. Bin da auch relativ leicht geblieben, weil ich erstmal richtig schön ins Feeling reinkommen wollte. Seht, die Raps habe ich mit relativ viel Speed rausgehauen. Wollte jetzt einfach mal eine Woche lang mich frei machen von diesem ganzen Progressionstraining und so weiter und so fort. Und einfach mal das trainieren, worauf ich Lust habe. Ich finde, das ist immer mal wichtig, mal rauszukommen aus dem Ganzen. Und dann, um dann wieder neu in so eine Phase reinzugehen, wo man richtig progressiv arbeitet. Dann nochmal die stehende Drücken mit der Kurzhantel. Die ist richtig super, weil auch der ganze Core ordentlich mitarbeiten muss. Deswegen bin ich da auch relativ leicht geblieben. 17,5 und geht trotzdem. Ja, mich richtig gefordert. Wie man jetzt vielleicht sieht, wichtig ist wirklich ganz feste Stehen, Gesäß anspannen, Bauch anspannen. Nicht aus den Knien irgendwie mit Schwung mit rausnehmen. Wenn ich nicht die Overhead Press mache, dann ist das eine meiner Lieblingsübungen für die Schultern. Probiert es mal aus und versucht mal oder merkt mal richtig, wie euer Körperkern richtig stabilisieren muss. Gerade der Bauch ist auch ein richtiges Core-App-Workout.
Was haben wir dann noch gemacht? Dann habe ich noch ja, die Flies von unten, ich weiß gar nicht, wie man die Übung nennen würde, gemacht. Mache ich normalerweise am Kabelzug. Diesmal habe ich mal die Kurzhanteln genommen. Wenn ihr diese Übung machen wollt, ganz wichtig, braucht A, gesunde Schultern und B, müsst ihr hinten eure Schulterblätter die ganze Zeit fix halten. Ja, der vordere Schulteranteil wird hier auch ordentlich mitarbeiten. Das ist echt eine Übung, wenn man da die Schulterblätter nicht hinten zusammenkneift, kann man sich schnell nochmal die Schulter verletzen. Deswegen bin ich da mit 4 Kilo auch richtig leicht geblieben, aber extrem Pump danach gehabt und auch die Brust richtig gut gespürt. Also probiert es mal aus, aber wenn, dann wirklich nur Schulterblätter fest zusammen, dann gibt es einen Core fest lassen und dann oben richtig schön Chest in die Kontraktion bringen. Dann zum Auspumpen für die Brustmuskulatur, dann nochmal an die Maschine gegangen. Ich glaube, das ist Techno Gym. Da jetzt auch nicht so schwer gegangen, aber da sieht man jetzt nochmal, wie man an dieser Maschine richtig schön vorne fest in die Kontraktion reinarbeiten kann. Zack, die hat dann nochmal richtig mir den Rest gegeben, was die Brustmuskulatur anging. Also komplettes Freestyle-Training habe ich so noch nie absolviert. Ja, hat aber echt gut getan. Einfach mal Kopf aus oder sagen wir mal die App aus. Rep Count benutze ich da. Wer sich das fragt, Rep Count gibt es, weiß nicht, ob sie auf für iOS oder für Apple oder für Android, weiß ich nicht, ob es die auch gibt, hoffe ich. Dann Triceps Extension über dem Kopf. Habe ich auch bestimmt ein Jahr nicht mehr gemacht. Weil ich mit Julia zusammen trainiert habe, wir haben das Workout komplett zusammen durchgezogen. Das ist eine Übung, die sie richtig gut spürt. Habe ich gesagt, alles klar, machen wir die mal wieder. Und muss sagen, ich habe heute noch einen richtig fiesen Muskelkater im Trizeps. Was ich jetzt nicht nur der Übung hier zuschreibe, sondern auch der, die wir dann als Finisher gemacht haben. Nämlich nochmal die Extensions im Sitzen mit der Kurzhantel. Und da bin ich auch nochmal zum Schluss richtig in den Wiederholungsbereich von 15 bis 20 reingegangen. Da ist das Gute oder Wichtige, dass der Rumpf auch schön fest bleibt, nicht ins Hohlkreuz kommen. Richtig schön den Rücken hinten reinpressen, die Ellbogen über der Schulter halten und gerade mal runter, geh richtig schön in den Stretch des Trizeps rein. Ja, das war das Freestyle-Training an dem Tag. Ich hoffe, das Voiceover hat euch mal wieder gefallen. Schreibt mal in den Kommentar, ob die Quali so durchgeht oder ob das zu blechern ist vom iMac. Ja, schreibt's rein. Ich freue mich auf euer Feedback. Boah, Freunde. Der läuft. Der läuft, die Kiste läuft. Es ist mal wieder Samstag und wir haben ja schon trainiert, wie ihr wahrscheinlich gerade gesehen habt. Und was machen wir sonst immer an einem Samstag, so wie letzten Samstag? Geld ausgeben. Wir haben schon Pullis bestellt, Fitness Elevator Pullis. Dann brauche ich einen neuen Internetanschluss. Ich brauche mehr Upload, mehr Download. Haben wir auch schon gemacht. Und das Wichtigste ist, für die Gains, für die maximale Regeneration ist der Schlaf. Wir wollen ein Boxspringbett haben, endlich. Seit wir in Amerika immer Urlaub machen und da ja in allen Hotels diese Boxspringbetten stehen, lieben wir diese hohen Betten und diese Matratzen. Das sind 3 Matratzen übereinander oder so. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall richtig nice. Idee. Und jetzt sind wir, weil wir zu keinem anderen Möbelhaus oder so hinkommen, weil das hier gesperrt ist in Hamburg, hier jetzt aber auch schon wieder Stau ist, fahren wir zu Ikea an einem Samstag. Das ist das Worst-Case-Szenario eigentlich, was man machen kann. Sage ich immer zu Julia, niemals an einem Samstag gehe ich zu Ikea. Allgemein sage ich immer zu Julia, zu Ikea gehe ich sowieso nicht. Das ist jetzt aber schon. Ja, irgendwann müssen wir das Bett ja mal kaufen. Aber wir werden gleich mal sehen, ob wir überhaupt fündig werden. Dann schalten wir wieder ein. Bei Ikea auf dem Bett. Genau. Papa braucht ein neues Bett. Ein Boxspringbett. Wir haben jetzt wie viele Matratzen durchgetestet?
Drei erst. Drei erst. Und wir sind natürlich bei welcher Matratze hängen geblieben? Bei der teuersten natürlich. Premium. Ich habe gesagt, ich fühle mich da wie in Amerika und dann passt es. Mit allen Schaum, mit allen Porno-Features, die man so haben kann. Da kann man richtig schön drauf schlafen. Ja, und das Teil wird es dann wahrscheinlich, oder? Ja. Pass auf. Verkehr. Oh, schön fällt er. Finally raus hier aus dem schwedischen Möbel-Klaushaus. So, wir haben das Bett gekauft mit der teuersten Matratze, die es bei Ikea zu kaufen gab. Die hat alle Premium-Features. Was ist das ganz besonders Tolle daran? Die hat fünf Latex, Alter. Latex. Und fünf Zonen Premium-Belüftung. Besser als jeder Air Max-Schuh. Wo waren wir überhaupt da vorne, ne? Also besser als der teuerste Air Jordan Air Max, schieß mich tot, Sohle. Ja. Jetzt lassen wir uns das liefern, leider erst in einer Woche. Ja. Weil wir sonst nie Zeit haben in der Woche, da wir nie da sind. Aber da können wir sich ja noch freuen, schönes Boxspringbett. Ja, jetzt sind wir nur noch tot, haben noch ein paar Leckereien gekauft hier. Die Schweden haben es ja drauf. Haben wir gekauft. Kann man das sehen? Also einmal Cinnamon Buns. Ich hoffe, die sind geil. Kanelbulla und Pai Rhabarber. Rhabarber Crumble. Lecker. Und was gibt's noch Schönes? Ein paar Handtücher. Marabu natürlich. Eine kostet trotzdem 5 Euro, ne? Nein, die kostet nicht 5 Euro, 1,99. Nochmal Marabu. Da hättest du mal die von deinem mitnehmen können. Ja, warum sagst du mir das denn nicht? Ja, warum sagst du das denn nicht? Ja. Mal sehen, wann das erzählt wird. Jetzt fahren wir auf jeden Fall erstmal nach Hause, ne? Ich habe mega Hunger. Ich muss aufs Klo. Bin bestimmt 8000 Schritte gelaufen hier. Mal sehen, was Body Media sagt. Ich lasse es euch wissen.